Hallo liebe Volleyballer, wie immer darf ich euch die Schuhe reviewen, die ich auch aktiv spiele. Dieses Mal der Mizuno Stealth Neo, hier ist er in weiß, natürlich gibt es ihn auf Viplay Volleyball auch noch in anderen Farben, checkt es auf jeden Fall aus. Hier seht ihr dann auch ein Video von Viplay Volleyball noch, wo wir das Ganze schon mal zusammen gereviewt haben und ich auch dazu interviewt wurde. Jetzt darf ich euch noch ein bisschen erzählen, was ich zu dem Schuh denke nach ein paar Wochen Spielen. Erstens muss man sagen, der Schuh kommt aus dem Handball und ist ins Volleyball übertragen worden. Bringt deswegen ein extrem gutes Laufgefühl mit und einen sehr guten Grip, wie man auch hier unten sieht. Außerdem profitiert er natürlich von der Dämpfung hier. Man sieht die Welle unten im Schuh trotzdem und die Energy-Technologie dazu. Von dem her, der Schuh ist extrem weich, gut gefedert und bietet neben dem guten Laufgefühl also auch ein gutes Gefühl beim Landen. Für Mittelblocker denke ich, ist der Schuh an den Seiten ein bisschen zu wenig stabilisiert. Für Zuspieler aber und Außenangreifer aber perfekt. Also ich persönlich fühle mich sehr wohl damit und genieße das gute Laufgefühl und die Möglichkeit, die Richtungen zu wechseln. Im ersten Eindruck sieht der Schuh ein bisschen klobig aus. Das heißt, man denkt vielleicht, er ist besonders groß. Kann man beim Kaufen auch berücksichtigen, also kauft am besten eure Größe, nicht eine Größe größer, wie es manchmal bei Mizuno der Fall ist. Aber ansonsten fällt das nicht ins Gewicht, also der Schuh ist nicht schwer und ermöglicht ein angenehmes Tragegefühl durch vielleicht auch den extra Platz, den er hier vorne bietet. Alles in allem kann ich persönlich dem Schuh 4 von 5 Sternen geben. Er ist mir super angenehm, er hat einen guten Grip und ist weich, was für mich persönlich angenehm ist. Für sehr schwere Spieler ist er vielleicht zu weich, müsste man aber ausprobieren. Vielleicht noch aus der Zuspielerperspektive. Durch das viele Laufen, das man als Zuspieler hat, ist das natürlich ein besonderes Benefit, das so ein Schuh mitbringt, wenn er das angenehm macht. Und von daher kann ich das nur jedem empfehlen. Wir freuen uns, eure Erfahrungen damit zu hören. Schreibt uns doch in die Kommentare, was ihr zu diesem Schuh denkt. Viel Spaß und liebe Grüße!